Jetzt muss ich oben einmal rumgehen, nur um in diesen Bossraum zu kommen. Um zu schauen, ob das der Raum ist, an den ich mich erinnern kann. Belastend. Belastend. Irgendwie glaube ich, es war der grüne Weg und nicht hier. Komm, ich wollte ja auch mal zu den Raupenviechern hin. Au. Das war es wert, zu den Raupenviechern hin, um zu schauen, ob die noch eine weitere Belohnung für mich haben. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel hingebracht. Nerv nicht. Nerv nicht. Ich sagte, nerv nicht. Du nervst. Oder dann kann man den Bossraum jetzt gar nicht mehr betreten. Das wäre auch lustig. Alter, der Typ hier, der mich immer angegriffen hat, der ist hinüber. So, hell. Au. Schön, dass die Rüstung hier immer noch liegt. Vor allem, ist nach dem Kampf nicht irgendwie seine Waffe abgehauen? Was ist denn damit passiert? Was sind das für komische Geräusche hier? Ah? Okay. Was macht ihr da, Kumpels? Schwächliches Mitglied des Königreichs von Heilandsnest, allgemein gering geschätzt und gezwungen, niedere Aufgaben auszuführen. Dieses hilflose Geschöpf besteht größtenteils aus süßem Fett und eignet sich daher vorzüglich als Proviant für lange Reisen. Schmeckt am besten direkt über dem Feuer geröstet.
Wenn sie um ihr Leben feilschen wollen, schenke ihnen einfach keine Beachtung. Sie haben nichts anzubieten. Und du hast irgendwas zu sagen? Leiche. Moment, ist das der erste Boss? Das war ja auch so ein Viech, glaube ich. Warum bekommt eine Made eine Traumsequenz? Du hast meinen Lebenssinn gestohlen. Aber ich war eh nichts wert. Nimm meine Essenz und dann get good. Stimmt, er hat seine Essenz anzubieten. Warum geht's hier noch weiter? Ah, geht's gar nicht. Okay. Gescheiterter Beschützer. What? Au. 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 Das hat nicht als tot gezählt. What the hell? Ist eine Bank in der Nähe. Die einzige Bank in der Nähe wurde blockiert. Obwohl, nee, weil ich könnte zur Stick Station gehen. Ja, nimm mich nur noch mehr auseinander. Oh nee, tschüss. Kein Bedarf. Also. Sorgt für einen sicheren Stand. Nee, das will ich nicht. Prinzipiell kann mehr HP nicht schaden. Und ein Rache-Move, wenn man auf die Fresse kriegt. Heilen kann ich mich in dem Bosskampf scheinbar eh nicht. Nee, geh weg, geh weg. Geh doch weg. Jetzt muss ich nur No-Hit zu dem hinkommen. Ach komm. So soll man den bestimmt besiegen. Scheiß drauf, ist nur ein HP. Yay!
glaube, das wird nix. Das wird sowas von nichts. Das ist kein Gegner für mich. Natürlich ist er auch nur in seinen Träumen so stark. Keine Ahnung, was du verpasst hast. Fällt mir ein, ich habe ja auch die ganze Zeit ein Getränk stehen, was wahrscheinlich keine Kohlensäure mehr hat. Ich sehe einen Bosskampf und ich fühle ihn ziemlich hart in meinem Gesicht. Ich enthalte mich. Kein Bock. Fertig. So, dann machen wir die wieder rein. Die wieder, weil Geld. Und den. Und dann schauen wir mal, wo wir noch hin können. Ja, ich wollte ja im Grünweg schauen, ob da
Stuff ist. Na komm, schauen wir uns mal die übrigen Wege im Grünweg an. Dann liegt das Hirschkäfernetz, der Ort, an dem ich geboren aufgezogen wurde. Ich hätte gedacht, dass mein nachlassendes Gedächtnis den Ort vergessen hätte. Und jetzt kann ich mich fast an den Weg erinnern. Wenn du eine weitere Hirschkäferstation öffnest und mich durch sie rufst, finde ich dieses Netz vielleicht wieder. Hatte ich gerade einen random Dialog und habe die Hälfte davon geskippt, weil ich dachte, da kommt nichts. Verdammt! So. Fangen wir mit dem offensichtlichsten an. Einfach unten und links. Aber ich glaube, hier können wir mit dem Kristallherz weiter. Falscher Knopf. Au. Wenn mich hier jetzt nichts tötet, bin ich zufrieden. Ranziges Ei. Dammit. Sofern mich nichts tötet, bin ich zufrieden. Super. Hallo.
Das Dakugando. Ein Besucher, warum bist du hier hereingekrochen, kleine Larve? Vielleicht hast du, wie ich, die Vorliebe dafür, Neues zu entdecken. Ich bin Sheo und ich war in einem früheren Leben ein Nagelmeister. Ja, das Einzige, was mich antrieb, war stärker zu werden und mein Geschick mit dem Nagel zu verbessern. Ich glaube, es sei meine Berufung, all dieses Gefühl verblasste mit der Zeit. Nun suche ich nach einer neuen Berufung, nach etwas, das zu meiner Seele spricht und mich vorantreibt. Deshalb verbringe ich hier an diesem abgelegenen Ort meine Zeit und versuche mich in der Kunst des Erschaffens, Malerei, Bildhauerei. Diese Dinge bescheren mir eine andere Art von Freude. Du scheinst von meinen Worten nicht besonders gerührt zu sein. Ist es Sheo der Nagelmeister, den du gesucht hast? Bist du gekommen, um eine Nagelkunst zu erlernen? Ich lehre dich, wenn du darauf bestehst. Ja. Gemeistert mächtiger Hieb. Halte X, um Energie im Nagel zu konzentrieren. Lasse los, ohne hoch und runter zu halten, um den mächtigen Hieb auszuführen. Also bewegt dich mein Werk. Der Schwung eines Nagels und der Schwung eines Pinsels. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Wir schneiden in die Welt, um tiefer in sie hineinblicken zu können. Vorerst habe ich dir jedoch nichts mehr beizubringen. Deinen weiteren Weg kannst nur du sehen. Viel Glück. Benutzt man diese Techniken eigentlich? Wenn ich irgendwo kämpfe, habe ich, glaube ich, nicht den Kopf dazu. Das war knapp.